Fans von Eintracht Frankfurt könnten harte Zeiten erwarten. In der Vorbereitung auf die neue Saison haben die Hessen 2 von 3 Testspielen gegen unterklassige Gegner verloren. Wie schätzt ihr die Testspielergebnisse bisher ein? Nach einem überzeugenden Auftaktsieg folgten 2 Niederlagen gegen Regionalligisten. SGE-Sportdirektor Hardung äußerte sich klar über die enttäuschenden Ergebnisse und betonte die Wichtigkeit, sich jetzt zu verbessern. Trainer Dino Topmöller erkannte die Probleme ebenfalls, forderte allerdings Geduld und die konsequente Umsetzung der Spielinhalte. Die Mannschaft zeigte Schwächen im Zusammenspiel, der Zweikampfführung, im Umschaltspiel und in der Kommunikation. Vor der kommenden Saison muss der Kader außerdem noch deutlich reduziert werden, um erfolgreich in Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League auch antreten zu können. Viele Spieler konnten sich in den Testspielen bisher auf jeden Fall nicht empfehlen. Wie gut seht ihr die Eintracht in der nächsten Saison?